Herzlich willkommen bei Teil 2 unseres Podcasts mit Elfriede Höpplinger, der Obfrau der Goldhornfrauen von St. Wolfgang am Wolfgangsee. Sehr gut. Das wird schon. Was würdest du dir da reinstecken, Harald? Eine Sonne sicherlich auch. Ja. Dann würde ich mir da an der Seite Sonniges die Mesi draufstecken. Ja, da will ich natürlich dich. Ja, da bin ich gespannt, wie das ausschauen wird. Und auf der anderen Seite einen Schweinsbraten vielleicht. Diese Goldhaube will ich sehen. Ich glaube, die wird ganz besonders schwer. Die trägt er dann so ein Goldhaubenschürzen dazu. Ein anderes Mantel kriegt er dann da dazu nicht. Servus, gute Küche, der Kulinarik-Podcast mit Mesi Tötschinger und Harald Nachförg. Hervorragend. Guten Appetit-Tag. Die Küche ist wieder wunderbar sauber, so wie es dann oft ist, gell? Zuerst einmal alles wegräumen, dann kann man den nächsten Gang zubereiten. Bist du auch so eine? Ich muss immer aufräumen, weil meine Küche ist wahnsinnig klein. Also viele Sachen haben bei mir nicht Platz und das ist das beste Aufräumsystem. Das funktioniert dann immer. Das glaube ich dir, ich kenne das auch. Und jetzt haben wir quasi gewechselt. Von der Nachspeise sind wir jetzt sozusagen beim Hauptgang. Ich habe noch Staubzucker auf den Lippen. Du hast noch ich ein bisschen Staubzucker. Viel zu viel gegessen von dieser Köstlichkeit. Ja, kriegst dann nichts mehr von der Hauptspeise. Ja. Wir haben jetzt einen Saibling im Ganzen. Genau. Wir haben jetzt da den Saibling im Ganzen vorbereitet, damit man das ein bisschen zeigen kann, dass man den Fisch auch filetiert. Mhm. Bin ich gespannt, wie du das machst, weil da schaue ich jetzt mit ganz viel Aufmerksamkeit zu. Da glaube ich, sollte ich noch was lernen. Und der Frisch ist, der Fisch war wahrscheinlich bis vor kurzem noch im Wasser. Also heute Morgen ist der natürlich noch im Wasser gewesen. Ich habe jetzt da mein Filetiermesser, ich hoffe, schneidet das sehr gut. Mhm. Ich nehme mir immer dann gleich die Fettflosse in die Hand und halte ihn mit dem Kiemendeckel. Ja. Den Finger, dann habe ich den Fisch schon mal gut in der Hand, dann rutscht er den nicht mehr weg. Und gleich hinter dem Kiemendeckel schneidet man mal bis auf die Gräte durch. Man hört es und man spürt es, wenn man einfach ansteht auf der Rückengräte. Dann legt man das Messer schief und schneidet der Rückenflosse entlang. Bin fasziniert. Ja. Und man drückt nicht, zieht. Man zieht. Und dann geht das für normalerweise. Wow. Schau, wie perfekt. Genau. Sehr dann schön. Dreht man einfach den Fisch um. Ich mache dann wieder das Gleiche, weil ich so einfach den Fisch für mich besser in der Hand halten kann. Ich hätte jetzt gedacht, du lässt ihn so liegen und ziehst dann unter dem Skelett durch. Ich kann es nur so. Ah. Also ich würde dir nichts keine neue Technik beibringen. Das wäre vermessen. Ja, und bei der zweiten Seite macht man das eigentlich, also mache ich auch immer gleich. Also man zieht immer wieder und dann ist man durch. Tada. Die Gräten sind jetzt einfach da in der Mitte geblieben. Die Gräten sind jetzt in der Mitte geblieben. Das holen wir die Teller nochmal her. Unglaublich, gell? Und den Rest der Gräten. Und dann habe ich da eine einfache Sache. Und was ist das? Das ist eine Bienengabel. Eine Bienengabel. Das nennt man sonst, wo die Waben abgedeckelt werden. Und mit dieser Bienengabel kann man den Fisch, das Filet, unendlich gut festhalten. Weil da sieht man keine so großen Einstiche und man hält es nicht mit der Hand. Und so bleibt das Filet auch unversehrt. Jetzt, Entschuldigung, ich weiß das wirklich nicht. Das ist eine wirklich Bienengabel, die heißt das nur so? Oder? Nein, das ist eine Bienengabel. Die hat den Namen, die kommt aus der Imkerei. Ja. Und die ist aber für Fische gedacht. Nein, für die Bienen. Zum Fischen brauchst du eine Angel. Naja, aber gut, okay. Aber die Frage, nein, das kann ja nur sein, dass das jetzt eben eure Idee entsprochen ist. Das ist unsere Idee. Das ist zweckentfremdet. Ach so. Ja, genau. Aha. Also für normalerweise werden die Bienenwaben damit ab. Gedeckelt. Ja. Und die hat eben so feine Gabeln. Ja. Mhm. Und da hält man das unendlich gut fest. Man kann da auch gut. Und man sieht es nicht. Dann noch einmal. Ja, da sieht man nicht, wo man mit der Gabel im Filet war. Und das ist eigentlich dann das Herrliche. Okay. Und wir machen ja jetzt da das Saiblings Cordon Bleu. Mhm.
Da habe ich lange rumgedüftelt. Es wird jetzt wirklich was sehr Feines preisgegeben von mir, weil das hat mich sehr lange beschäftigt, wie ich das richtig machen kann. Wir füllen ja jetzt diese Fischfilet mit Schinken und Käse. Dazu machen wir jetzt einen Schmetterlingsschnitt. Das heißt, wir machen da die dicke Seite, die klappt man einfach einmal auf. Mhm. Man schneidet nicht durch. Mhm. Und damit ist natürlich das Filet nicht mehr so dick und das Cordon Bleu wird dann nicht mehr so hoch. Genau. Und die Haut vom Fisch bleibt ja dran? Die Haut bleibt dran. Und wir überbacken es auch nicht, oder? Nein, wir überbacken es nicht. Es wird wirklich in eine Panade gehüllt. Und wird natürlich auch innen gesalzen. Klassisches Salz. Ganz klassisches Salz. Man kann natürlich auch Kräutersalz verwenden. Man kann auch frische Kräuter reingeben. Das habe ich heute mal nicht vorbereitet. Dann füllt man mit Käse. Butterkäse. Welchen Käse man will. Man kann auch sehr würzigen Käse verwenden. Ja. Das ist einfach Geschmackssache. Dann mit Schinken dazu. Und dann kommt quasi der Deckel, also das zweite Filet, obendrauf. Und so lässt man es jetzt am besten mindestens 20 Minuten rasten. Stehen. Durch diesen Effekt, dass man das jetzt stehen lässt, verbindet sich das Fischeiweiß wieder mit dem Fisch und man hat beim Panieren nicht sämtliche Teile extra. Und das war immer mein Knackpunkt. Ich habe es probiert mit Zahnstocher, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann bin ich schon am Rande meiner Geduld gewesen und habe es liegen lassen. Und dann hat es funktioniert. Das ist immer die Geduld beim Kochen. Genau. Das war das Beste. Also das ist deiner Idee entsprungen, dieses Gericht. Ich mache das jetzt schon seit 18 Jahren und habe natürlich mit diesem Gericht schon sehr viele Liebhaber. Und wir haben ja ein kleines Geschäft, wo wir auch kochen. Also das muss immer Tagesgericht dabei sein. Also sonst machen wir es sowieso. Na schau. Super. Das ist eine lustige Idee. Also ja. Das habe ich noch nicht gekannt. Ich auch nicht. Aber warum nicht? Und das lasse ich jetzt sehr, sehr einfach und schnell zubereitet. Genau, alles vorbereitet. Bauen jetzt wieder Panierstraße wird jetzt hier aufgestellt. Da haben wir, weißt du, wie man paniert? Nichts bitte sagen. Wie würdest du jetzt, wir haben eine Panierstraße mit Mehl, geschlagen, also die gesprudelten Ei und Semmelbrösel. Wo fangst du an? Natürlich beim gesprudelten Ei. Na, das ist schon einmal falsch. Natürlich beim Mehl. Richtig. Ja. Genau. Aber mit der Selbstverständlichkeit auf das gesprudelte Ei zu gehen. Nein, das wird keinen Sinn machen, weil das Ei sorgt ja dann dafür, dass die Semmelbrösel drauf halten. Ja, wir haben gedacht, das Ei sorgt doch dafür, dass das Mehl ordentlich drauf biegt irgendwie. Und dass das, Nein, das Mehl biegt ja schon drauf, weil dir das, was du panierst, hat ja schon eine gewisse Feuchtigkeit. Richtig. Also ob das ein Fleisch ist, ob das ein Fisch ist, beim Käse vielleicht, ja, aber kann man auch irgendwie... Käse kann man auch panieren, ja. Genau, man kann, glaube ich, wahrscheinlich echt alles panieren. Ja, es ist natürlich auch, dass man panieren verschiedene Tricks noch anwenden kann, würde da jetzt auch sehr gut passen. Darum ist mir vielleicht das Schnitzel nicht gelungen, das ich einmal probiert habe. Hast du das zuerst? Das kann durchaus sein. Man muss wiederholen. Ja. Aber wenn man in die Semmelbrösel, die was man da dazu zur Panade hat, kann man ja Nüsse... Sesam, verschiedene Produkte oder aber Kürbiskerne gehackte. Das schmeckt aber auch zum Fisch sehr gut. Sesam und Fisch, das harmoniert überhaupt sehr, sehr gut. Ja. Jetzt gehen wir weiter zum Panieren. Das Cordon Bleu haben wir, also den Fischfilet, das haben wir jetzt gefüllt. Jetzt salzen wir aber das an der Außenseite trotzdem, wir haben es ja innen gesalzen, an der Außenseite beidseitig trotzdem noch einmal. Schau, wie schön das zusammenhält. Ja. Es hält jetzt, ja. Wir haben das ein bisschen vorbereitet, dass das auch hält, weil sonst würde das panieren. Dann macht man Käse und Schinken, alles extra und das ist nicht die Idee. Jetzt legen wir einfach das ins Mehl, wendet das einmal gut. Wie ich gesagt habe. Ja. Zuerst Mehl, dann Ei. Dann Ei. Und zum Schluss noch in die Brösel gewendet. Ich habe in der Zwischenzeit auf meinem Herd schon die Pfanne vorbereitet mit Rapsöl, Sonnenblumenöl, also alles, was Öl jetzt gut heiß gemacht werden kann. Und da gehen wir jetzt mit dem fertigen, also mit dem panierten Cordon Bleu in die Pfanne. Es darf schon einmal ordentlich heiß sein, man hört es. Ja, brutzelt schon. Genau. Gehe aber, wenn ich es einmal drinnen habe, eigentlich rasch wieder mit der Temperatur zurück. Es ist ja trotzdem ganz schön dick.
weil es sind zwei Filet. Mhm. Und das muss ja bis mitten durch sein. Und man macht ja nicht so, wie man es beim Schnitzel macht, dass man es klopft. Den Saibling, den klopft man nicht. Habe ich nie probiert. Also wenn ihr das daheim nachkocht und ihr klopft es, bitte, lass mal. Den Harald hätte ich schon wieder einreden können. Dass ich hätte sicher geklopft, ja, sowieso. Also da muss ich dir schon helfen. So geht das jetzt nicht. Danke, das ist genau. Nicht von dir. Jetzt haben wir da ein bisschen zurück dran. Das dauert natürlich jetzt schon ein paar Minuten, dass das Gefühlssache. Da kann man jetzt nicht große Tipps geben. Das wird schwierig. Da braucht man ein bisschen Geduld, dass das jetzt da so quasi von die Hälfte von dem Cordon Bleu einmal durchgart, dann wenden wir es. Und wenn ich es wende, gebe ich immer gerne ein paar Butterflocken dazu. Mhm. Butter ist so der Geschmacksträger. Mhm. Und wenn man nur in Butter brät, ist die Gefahr sehr groß, dass es zu schnell schwarz wird. Mhm. Und na klar, das wird zu schnell heiß. Ja. Und darum tue ich immer zum Schluss ein paar Butterflocken und dann rundet man das ab. Dafür mache ich auch nicht nussbraune Butter noch einmal drüber, die spare ich mir dann dafür. Das ist so ein Eingang. Und dann kann man sich ja selber variieren, was man sich dazu macht. Ob man nur einen Salat dazu isst oder ob man Petersilie-Kartoffeln dazu isst. Oder genau, das passt alles wunderbar dazu. Mhm. Schmeckt eben so auf Salat. Kann man. Mhm. Habe ich noch nie probiert. Bei mir bin ich jetzt aber so auf dem Preiselbeer. Achso, ja stimmt, ja. Der Preiselbeer ist man ja dazu. So auf dem Preiselbeer da dazu. Aber wie gesagt, eben schmeckt in verschiedensten Varianten sehr genau, gut. Kann man sich dann individualisieren. Genau. Es ist natürlich auch so eine Geschichte, dass man sagt, okay, kann man sich gut vorbereiten, hat man dann, kann man auch schon ein bisschen vorvarnieren. Wenn man dann Gäste eingeladen hat, gibt man das jetzt nur noch ins Öl, also brät das raus und man hat einmal ganz was Besonderes. Absolut. Wenn es fertig ist, nach der Rastezeit kann man noch so kleine Tranchen schneiden, dass man kleinere Stückchen macht. Mhm. Hat man natürlich auch ein wunderschönes Buffet, ja, wo man gerne einmal hingelangt. Schmeckt da. Ich hoffe, ich kann euch überzeugen, auch dieses Produkt dann noch einmal sehr gut. Und wer sich nicht drüber traut und es aber unbedingt kosten will, der soll einfach zu euch ins Geschäft kommen, weil du gesagt hast, dort steht es jeden Tag auf der Karte. Genau. Oder? Genau. Ja. Gerne. Herzlich willkommen. Ja, ein bisschen brauchen wir. Und du und deine, ich sag Goldhauben-Frauen-Kolleginnen, die das Buch gemeinsam gemacht habt, tauscht ihr euch da auch öfters aus, was so Rezepte, neue Rezepte oder ist jetzt alles, was ihr sozusagen an Know-how habt, schon in diesem Buch drinnen? Nein, das ist nicht alles im Buch drinnen. Wir sind ja eben sehr viele verschiedene Frauen. Müffiertler gibt es sehr deftige Kost. Dann haben wir eben London, da gibt's wird wieder total anders gekocht. Bayern schlägt es ja, haben wieder ein bisschen andere Grundprodukte, also vor allem in Milchprodukten, andere Zutaten, aber jeder hat so seine Spezialitäten. Mhm. Nein, da gibt es immer wieder aber was Neues. Entschuldigung, wie kommen die Goldhauben-Frauen nach London? Das wäre auch meine Frage gewesen. Ich freue mich immer wieder, Harald, dass wir zwei Menschen ein Gedanke. Danke, ja. Das wäre meine Frage. Fast siamesische Zwillinge, passt. Genau, also bitte gerne, wie kommen ja, die nach wir London? Wir freuen uns natürlich, dass die Lissi bei uns schon sehr langes Mitglied ist, Mitglied mit der Goldhaube unterwegs ist, sich sehr eingefunden hat bei uns in der Gruppe. Und die Lissi ist als Reiseführerin nach St. Wolfgang gekommen und ist hier sesshaft geworden. Mhm. Sie kam nicht mehr zurück. Die Liebe hat sie hier verwurzelt. Mhm. Und das ist eigentlich generell in unserer Gruppe. Tourismus ist sehr stark in St. Wolfgang und deshalb sind fast alle Frauen einmal über die Arbeit nach St. Wolfgang gekommen und immer der Liebe wegen geblieben. Sind die St. Wolfganger, sind die so, ja bei dir sind auch tolle so, Männer oder? Anscheinend. Ja. Ja. Ach ja, eben, bei dir war es auch so. Bei mir war es genauso. Also wir wenden jetzt, schauen wir uns einmal die zweite Seite. Oh, jetzt ist natürlich das probiert, was nicht sehr gut ist. Gut, aber auch das kann man wieder goldbraun hinkriegen. Super schön schaut das aus. Knusprig jetzt, so wie es sein soll. Lassen wir es eigentlich auf dieser Seite genauso ziehen. Ich decke einen Fisch nie zu. Mhm. Es bildet sich dort so viel Feuchtigkeit drinnen und man hat dann keine Farbe mehr am Fisch. Also bin ich überhaupt kein Verfechter davon. Man könnte jetzt das Cordon Bleu genauso noch mit frischer Petersilie, mit frischer Dill, Zitronen-Thymian dazu füllen. Gibt man natürlich wieder einen ganz anderen Schwenk weiter. Jeder, wie er das mag, kann man ein bisschen unterschiedlich dann machen. Also ist einiges möglich. Wahnsinn, ja, absolut. Aber das ist sozusagen kein Rezept, das irgendwie durch Tradition entstanden ist, sondern da hast du gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich einmal einen Fisch fülle? Also
weil wir natürlich jeden Tag jetzt mit Fisch kochen und arbeiten, bin ich der Meinung, mit Fisch kann man wirklich alles machen. Hm. Ich mache auch Sal de Boca vom Fisch. Hm. Also ist genauso gut, oder wenn man mal einen Wurzelfisch macht, mhm, mit wirklich so mit frischen gerissenen Creme, mhm, drüber. Das ist ein Lieblingsgericht auch von meinem Mann, das schmeckt ihm sehr gut. Aber man muss sich einfach drüber trauen. Mhm. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Folge aufgenommen in Wien, in einem Wiener Wirtshaus, ja, im Gasthaus Wolf, da haben wir ein Paprika-Händel gemacht. Und, mhm, da hat uns die, mhm, Dani, die Küchenchefin und Wirtin, erzählt, dass es das auch Menschen gibt, die das, ja, mit Fisch auch machen. Ja, ja. Absolut, ja, absolut. Also die schmeckt kann sicher wirklich genauso gut schmecken. Genau, mhm, immer so eine Fischpfanne oder verschiedene. Wir machen natürlich auch die Fischlorberl, die Fischpflanzerl, die schmecken, mhm, auch wunderbar. Mhm. Genauso gemacht jetzt wie die Fleischlorberl, halt nur mit dem Fisch. Ach, also, ja, hat man halt ein bisschen eine andere Variante, aber es schmeckt trotzdem sehr, sehr, ja, ja, gut. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Mhm. Würzt man halt wahrscheinlich ein bisschen anders, ne? Ja, man... Kein Majoran, sondern, ja, vielleicht mehr... Genau. Ja, genau. Ich mag Dill und Fenkel, frischen, mhm, Fenkel, mhm, oder eben, dass man den gleich mit einem Risotto den Fenkel jetzt mitkocht und dann einen frischen Fisch da dazu. Mhm, Ceviche, frisch, mhm, aufgeschnitten. Wir waren gerade am Wochenende am Berg und bei uns in der Berghütte, da haben wir einen See dabei. Und was haben wir gemacht in der Freizeit? Wir waren fischen am See. es war super traumhaft. Die Fische waren leider nicht sehr groß. Und also, wir haben uns dann echt nur Zitrone schön und haben das als Vorspeise, frische Ceviche, nur frischer geht es gar nicht. Wahnsinn. Aber also lustig, dass ihr dann in eurer Freizeit auch wieder fischen geht. Ja, meditativ, herrlich. Konkurrenz, wer ist der Erste mit dem Fisch? Das ist super. Großartig. Wer den ersten Fisch fischt, der kocht. Ah ja, das ist die Trage. Na sicher. Und das bist dann du? Meistens. Nur einen und danach kommt dann nichts mehr. Und alle freuen sich. Aber nochmal zurück zu unseren Goldhauben-Frauen. Also wir sind wirklich sehr kreativ. Eben aus der Gruppe ist das so entstanden, unser Buch zu machen. Entschuldigung. Aber wir haben das auch sehr spannend gefunden, mit Servus Verlag dieses Buch gestalten zu dürfen. Wir haben jetzt schon gesehen, was alles dahinter steckt, also das haben wir vorher nicht gewusst, also sehr, sehr spannend. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir auch das Cover selbst von einem Mitglied von uns gezeichnet worden ist. Wir haben letztes Jahr den Goldhauben Wein uns abfüllen lassen von der Katharina Dinnacher-Lackner aus der Südsteiermark. Die hat für uns einen Goldhauben Cuvée kreiert, mhm, eigene Abfüllung, Sonderabfüllung. Wir haben gleich das ganze Fassel gekauft, das sonst keiner hat. Super. Und da haben wir schon dieses Logo auf unserer Goldwein-Etikette da gehabt und das geht jetzt weiter ins Buch. Und das ist so der goldene Faden und ich denke, das ist auch so eine Auszeichnung, dass wir sehr kreative Damen unter uns haben. Die Maria ist unendlich geschickt in Basteln und Handarbeiten, macht das sehr professionell. Dann haben wir eine Notärztin dabei, die blitzt in der Nacht mit dem Blaulicht durch die Region, hilft unseren Mitbürgern und dann stehen wir wieder stramm beim Pfarrer und glänzen die Veranstaltungen schön. Also wir sind sehr, sehr individuell. Eine Sängerin haben wir dabei, die haben wir nicht immer dabei, weil dann ist sie wieder irgendwo auf Tournee und hat gerade ihre Auftritte. Und ich glaube, das Spannende ist, dass die Gruppe so gemischt ist, mhm, und dass man da so viel machen darf. Wir sitzen einmal im Monat beim Stammtisch, immer Donnerstag, der erste Donnerstag im Monat ist unser Treffpunkt. Da lassen wir es uns ein bisschen gut gehen, wird natürlich geplaudert, was wir für Ideen haben, was wir wieder mal weitermachen können. Und das ist aber ganz eine wichtige Geschichte, dieser Stammtisch. Da schauen wir, dass unsere betagteren Mitglieder mit bei uns sind, ganz wichtig. Die sind ja trotzdem oft schon alleinstehend und alleine zu Hause, die werden dann abgeholt. Und für die ist das dann auch ganz ein nettes Zusammensein. Eine große Familie. Schön, ja. Kulturell natürlich, ja, wir lassen es uns gut gehen, wir essen und trinken und tauschen uns aus. Wenn wer Hilfe braucht, kriegt das natürlich sofort. Und die Damen werden dann auch entweder nach Hause begleitet zu uns oder heimgefahren. Und da schauen wir schon, dass immer auch alle dabei sind. Mhm, toll. Aber die alle 18.000. Unsere Gruppe, ist, wie viel sind das? 18.000 haben wir jetzt in Miet, wir sind ein Teil davon. Also unsere Gruppe in St. Wolfgang, wir sind also 75 Mitglieder. 75, wow, ja, das ist aber auch viel. Ja. Und haben da Jungmädchen 8. Mhm. Und die sind auch sehr oft mit dabei, die lieben es. Die, mhm, haben auch für das Kochbuch ihr Lieblingsrezept selbst gekocht. Das ist und da sind wir, ja, auch sehr stolz, dass sie das mittragen mit uns. Und so haben wir es auch sehr, sehr intensiv wieder in unsere Gruppe eingebunden. Mhm.
weil es die gleiche Wertigkeit kriegt und verspüren, dass wir alle gleich an den Strang ziehen und dass jeder das Gleiche machen darf. Mhm. Und ich glaube, das war ein wichtiger Entscheidungsträger, dass man gesagt hat, alle gleich. Mhm. Aber die Goldhaube darf ich nur in Oberösterreich tragen. Die Dame aus London zum Beispiel, ja, die lebt ja hier. Lebt die eben, weil sie da lebt. Ja, genau. Aber in London würde sie nicht tragen, weil es dort einfach nicht Tradition ist. Da haben sie die Kilt, das ist wieder eine ganz andere Herangehensweise, wo es dort Tradition ist. Man trägt es dort nicht. Mhm. Nein, es ist ja auch am Land jetzt, wie bei uns jetzt da, trocken wir das Dirndl gewandt, das ist unser Arbeitsgewand. Mhm. Und das ist jetzt nicht, wir haben da eine Festtracht, wir haben ein schönes Dirndl und ein Arbeitsdirndl. Und das tragen wir noch an jedem Tag. Und das ist nicht so, dass wir nur ein Wiesendirndl haben. Wenn bei uns Bierzelte Hochzeiten taufen sind, wir haben ein Dirndlgewand auch. Mhm. Und da bist du einfach schnell angezogen. Mhm. Du hast eh keine Ahnung, wie viele verschiedene. Die müssen nicht alle gebügelt sein, weil eins passt schon. Im Frühjahr die weiteren, im Herbst dann die engeren. Das geht mit der Jahreszeit. Da bin ich dann auch schon findig. Der Frühling kam ja früh. Aber ich habe noch eine Frage zu den Goldhauben. Die werden von Familienmitglied zu Familienmitglied weitergegeben oder werden die heutzutage noch selber gemacht? Kann ich eine erwerben, wenn ich jetzt sage, ich steige bei euch ein, wenn sofern ihr mich aufnehmt und ich bin jetzt hier plötzlich verwurzelt, weil ich verliebe mich in einen St. Wolfganger. Und dann kann ich sagen, macht mir bitte jemand eine Goldhaube oder gibt es das nicht? Es gibt nach wie vor Goldhaubenstickkurse, sehr professionell, gibt es eine Anleitung dazu. Und du zeichnest dir dein Muster mal selber. Oh wow, du kannst es ja selber machen. Achso, dein Muster würde ich schon sagen. Ja, da gibt es halt so ein bisschen Anleitungen dazu. Okay. Und es hat ja bestimmte Traditionen, was das aussagt, was jetzt also eine Ehre ist, den Bauernstand, das ist eine ganz wichtige Geschichte, was da so weitergeleitet wird. Mhm. Und was einem auch selber gefällt, je mehr du zeichnest und stickst, je wertvoller und schwerer wird die Haube und je länger stickst du auch. Also das ist natürlich auch ein Thema. Man kann sticken lassen, dass man sagt, okay, es gibt einen Fundus, wo man sich welche Hauben einmal kaufen kann. Mhm. Es gibt jetzt in der nächsten Zeit bei uns in Bad Ischl unten einen Goldhauben-Bazar. Da werden wirklich wunderschöne Teile angeliefert. Und da findet man immer was, wenn man was will. Auch eine spannende Geschichte und eben traditionell weitergegeben. Das heißt, du könntest aber auch eine zweite oder eine dritte Goldhaube haben? Genau. Ja, das würde gehen. Okay. Ja, das würde gehen. Verstehe. Also das ist, es gibt ja von den jungen Mädchen, die haben dann das Goldhäubchen. Mhm. Dann kommt das Goldband, das ist wie ein Haarreifen für die jüngeren Mädchen bis vor der Goldhaube. Mhm. Weil die Haube ist ja erst mit der Hochzeit. Die Haube ist schon ein bisschen gelockert worden, weil sonst hätte man nicht so viele Mitglieder, glaube ich. Und man muss auch da ein bisschen drauf schauen, dass das ein wenig lockerer wird. Mhm. Auch mit den Kleidern, dass die heller werden, dass das nicht mehr so hochgeschlossen ist, nicht so traditionell. Dass man auch Freude drin findet, dass man sich drin findet. Mhm. Die Formen müssen zu einem passen. Das Goldhaubenkleid, die ganze Goldhaubenoutfit sich auszusuchen, ist ein bisschen eine Herausforderung, weil man muss ja sehr aufrecht gehen, weil sonst hält ja die Haube am Kopf nicht. Mhm. Und mit dieser Haltung, mit dieser Haube am Kopf, erregst du ja sehr viel Aufsehen. Mhm. Du wirst überall angeschaut und gleich mal fotografiert. Also das muss dir alles sehr gut passen. Mhm. Du musst es ja wohlfühlen da drinnen, dass du mal so aus dem Haus gehst. Mhm. Es ist eine große Herausforderung. Ja, das glaube ich. Und wie schwer ist so eine Haube? Je nachdem, wie wir schon gesagt haben, was man da jetzt draufstickt. Das sind Goldbailletten und Goldfäden, die was man da verwendet. Man kann auch Granaten oder Perlen einarbeiten. Und je nachdem, wie viele Dinge und Besonderheiten man mitnimmt, je schwerer wird es und auch wertvoller. Mhm, ja, du hast ja deine draußen da in der Stube am Tisch liegen. Die werden wir uns dann noch genau anschauen. Die interessieren mich schon sehr, vor allem das Muster. Und ich finde es aber sehr verblüffend, dass man eigentlich sticken darf, was man will. Oder ist das doch nicht so frei, weil man sich halt die Muster aussucht, die dann natürlich einen Sinn ergeben und zusammenpassen? Es ist natürlich so, was einem gefällt. Bei mir sind sehr viele Kleinigkeiten dabei. Das unterspielt so quasi auch wieder die Reflexion, was ich mir so zusammengereimt habe. Für mich, das ist so ein bisschen so der See, die Welle. Die Welle, ja. Das was, die Ehre was, da auch, oder? Genau, das ist die Ehre. Das ist jetzt eigentlich an und für sich auch so der Bauernstand. Wir sind ja Landwirte. Mhm. Kommt auch von dem. Vorne habe ich so die Sonne, die Morgensonne für mich. Es gibt sicherlich auch genauere Bezeichnungen, aber für mich ist das die Sonne, die Morgensonne. Wenn ich jetzt am See so rausfahre, dann ist das die Bedeutung
die mich verbindet mit meiner Arbeit und natürlich dann wieder mit der Tradition. Mhm. Schön. Also könnte sie jemand zum Beispiel, der sich auskennt mit der Materie, könnte der daraus lesen? Also könnte der sagen... Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist jetzt so meine Philosophie halt für meine Haube. Dass du aus dem Bauernstand bist und am Wasser lebst. Ja, aber die Erde, finde ich, hat man erkannt. Die Wellen, finde ich, hat man erkannt. Die Sonne, das ist natürlich irgendwie, das ist meine Interpretation, aber sehr schön. Genau. Aber ich glaube, so hat ja jeder sich was gedacht, der was seine Haube stickt, welches Muster er macht. Warum sticke ich das? Warum passt das zu mir? Ja. Es gibt da das... gibt es noch keine Regel, wie man das macht. Aber es ist sehr, sehr spannend, weil es ja heißt ja, man beschäftigt sich mit sich selbst. Also das hat schon auch, das regt zum Nachdenken an über sich selber. Was würdest du dir da reinstecken, Harald? Eine Sonne sicherlich auch. Ja. Dann würde ich mir da an der Seite die Mesi draufstecken. Ja, da ist ja natürlich dich. Ja. Da bin ich gespannt, wie das auch schon wird. Und auf der anderen Seite einen Schweinsbraten vielleicht. Diese Goldhaube will ich sehen. Ich glaube, die wird ganz besonders schwer. Nein, die trägt er dann so ein Goldhaubenschützen dazu. Ein anderes Mantel kriegt er dann da dazu nicht. Weil das muss sie wieder verbinden, der Schweinsbraten und das Mantel. Sonst kriegen wir schöne das Idee. Ja. Nein, ich möchte mich da wirklich nicht lustig machen darüber, weil die ist wirklich so schön und das ist ein Kunstwerk. Ja, und ich müsste mich auch viel mehr mit mir selber noch beschäftigen. Und ich würde dann schon ein paar Dinge aussuchen. Die Bauernstand natürlich auch, weil meine Ursprünge sind ja auch dort. Also wahnsinnig schön. Darf man die mal angreifen? Oder, vielleicht die Elfi selber. Ja, nein, ja, ich darf es schon greifen. Man nimmt es da unten, du hast es ja schon richtig gemacht. Ja, ich habe mir gedacht, man nimmt das irgendwie so. Genau. Aha, die fühlt sich jetzt noch nicht so schwer an, wenn man die aber eine Zeit lang am Kopf hat, wird es wahrscheinlich ganz schön drücken. Auch, gell? Also bei meinen Macken, ich habe zwei so Ecken, die sehe ich am nächsten Tag noch. Ja, okay. Es ist natürlich auch, dass man eher die Goldhaube im Sommer trägt. Dann wieder zum Fisch, oder? Dann ist es heiß, dann veränderst du dich, wie man weiß. Ja. Und das druckt dann richtig. Klar, weil dann alles weitet sich ein bisschen. Ja, ne? Genau. So, in der Zwischenzeit, wo wir jetzt geplaudert haben, ist unser Fisch-Saiblings-Cordon Bleu fertig. Mhm. Dann gebe ich da noch Butter dazu, nur für den Geschmack. Es hat eine wunderschöne goldbraune Farbe. Passt zu den Goldhauben. Mhm. Ja, passt perfekt zu den Goldhaubenbraune Farbe. Ja. Goldhauben. Ja, schön. Und dann werden wir... Anrichten. Sehr gerne. Zu den Goldfrauen eine Frage noch. Ganz vereinfacht gesagt, es ist eine karitative Organisation. Es ist eine karitative Organisation. Wir haben 2023 im Land Oberösterreich es geschafft, über 500.000 Euro Spendengelder. 500.000 Euro. Das ist beachtlich. Ich ziehe meine Goldhaube, meine nicht vorhandene. Und ich denke, das sagt was aus, wie viel und ganz, ganz spontan Mitmenschen dann geholfen werden kann. Und das Wichtige ist ja, dass man das dann sofort Hilfe braucht, wenn es nötig ist. Und das ist auch das Schöne, man stellt sich ja nicht immer in den Vordergrund. Es wird ganz leise gespendet. Sehr toll. Wenn man es erfährt, weiß es nur die Familie und nicht das ganze Umfeld, auch die Familien zu schützen, um Neider zu schützen. Es gibt natürlich auch große Spendengeschichten, wo man sagt, man macht jetzt was für die Kirche, man spendet für Restauration. Die Dinge gibt es natürlich. Mhm. Und dann geben wir schon mal in die Oder mal ein Unwetter und einmal oder solche Sachen, wahrscheinlich auch in der Region, dass man sich untereinander dann... Untereinander mal hilft oder... Mhm. Von einem Bezirk zum anderen Hilfeaufruf ist, wir brauchen jetzt einmal spontan was, da ist was Großes passiert, dann steht man zusammen, dann wird das meistens so eine Scheckübergabe schon ein bisschen publik gemacht, was da jetzt gerade passiert. Toll. Aber ihr stimmt dann darüber ab, wer das Geld bekommen soll, wo man hilft. Das wird schon, also wir haben ja bei uns in der Gruppe in St. Wolfgang ein kleines Vorstandsarbeitsteam, Komitee, die über diese Dinge dann entscheiden. Es wird in der Gruppe dann gesagt, dass gespendet wurde, aber die Personen bleiben im Hintergrund. Ja. Aus Schutz. Das ist, finde ich, toll. Sehr ehrenwert. Und du bist ja jetzt schon seit 2012 Obfrau. Ja. Auch schon
stolze paar Jahre, aber das heißt, das bleibt man bis auf Widerruf. So, solange man möchte, bleibt man Obfrau. Naja, ich habe die Obfrau eben wirklich schon sehr lange. Ich mache es auch gerne. Mhm. Ich gebe es zu, ich mache es gerne. Es ist, gerade in dieser Kochbuchzeit, ist es jetzt echt sehr fordernd, was wir fast nicht gedacht haben. Aber wir halten gut zusammen und schaffen es auch. Ich mache es echt gerne. Weil man lernt so nette Leute kennen. Die Damen sind alle mit dem gleichen Gedanken beschäftigt. Mhm. Wir sind nächste Woche auf Goldhaubenreise. Wir sind fast jedes Jahr unterwegs. Wir haben tolle Ausflüge. Wir waren in St. Petersburg, in Barcelona. Schön. Dieses Mal geht es nach Slowenien, nach Jerusalem. Also wir freuen uns auch auf diese Reisen, wo natürlich wieder ganz intensiver Austausch stattfindet. Dann nimmt sie die Goldhaube mit, oder wie? Die haben Dirndlkleid. Und dann gibt es meistens vor einer großen Basilika ein Gruppenfoto, wo man ein riesengroßes Aufsehen erregt. Dann gibt es Blitzen nur noch Jing, 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 alle Fotos am Rand herum. Aber das ist natürlich dann auch, man unterhält sich mit sehr viel. Was macht ihr? Wie geht es euch? Was macht ihr neu? Und man kriegt ein bisschen Einblicke, wie es da gerade in den Gruppen geht. Und das ist schon eine lässige Geschichte. Super. Und ich mache das gern und das freut mich. Und solange mich meine Gruppe als Vorstand da behält, darf ich bleiben. Und ich hoffe, meine Gesundheit bleibt mir ganz lange erhalten, dass ich das noch sehr lange weitertragen darf. Das ist noch das wünschen wir mein dir Hauptwunsch. Wünschen wir dir auch. Ja, absolut. Sehr schön fürs Gemeinwohl, so viel zu tun. Ja. So, jetzt da gehen wir da zum Essen weiter. Und für die Bäuche. Und unser für die Gemeinwohl. Ja, das ist ja unser Gemeinwohl. Ja, jetzt haben wir uns da schon mal einen Teller geholt. Jetzt werden wir das Cordon Bleu, Fisch-Cordon Bleu, verkosten. Seid ihr schon gespannt? Ich bin sehr natürlich gespannt. Semmel-Cordon Bleu habe ich noch nie gegessen. Das ist eine Premiere. Sehr fein. Und das in deinen wie vielen Jahren bist du jetzt? Richtig, also genau. Und, man kriegt sich aus. Was kann man dir tun? Ein Messer, das oberste, bitte sehr. So, ich werde das Cordon Bleu jetzt einmal teilen, dass man sieht, wie es in der Mitte dann ausschaut, wenn quasi der Käse geschmolzen ist. Der Duft ist schon da. Ja, so riechen das. Und das schaut dann sehr, sehr saftig natürlich aus. Fisch generell nicht zu lange braten. Ja, sonst wird es zu trocken. Und jetzt holen wir uns da noch die Preiselbeeren dazu. Zitrone, wer mag. Ja, da werden wir jetzt drauf. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir einstechen. Ja, vielleicht dazu vielleicht so ein Glas Goldhaubenwein noch anbieten. Ja, wunderbar, das würde vielleicht das wollte ich passen, gerade fragen. Sehr gerne. Ganz hervorragend. Vielen Dank. Und wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken, mal einmal die Goldhauben in so live sehen, wenn sie einen Umzug haben oder sowas, wann wäre denn das einmal eine Gelegenheit? Wann kann man denn die Goldhauben mal bestaunen und euch bestaunen? Ja, wir sind natürlich immer dabei bei den kirchlichen Festtagen. Mhm. Darum verbindet uns ja der heilige Wolfgang, das Wolfgangejahr, mit der Kirche. Mhm. Das ist unser großer Auftritt. Also wir verschönern da die kirchlichen Feste, die Umzüge. Das geht jetzt los mit Fronleichnam. Mhm. Dann haben wir Mitte August ist die Kräuterweihe. Mhm. Dann sind wir im Herbst unterwegs beim Erntedank. Mhm. Also diese sind Fixpunkte. Ja. Dann kommt noch ein spezielles kirchliches Fest. Dann werden wir natürlich da gebeten, mit den Vereinen mitzugehen. Und da sind wir dann auch natürlich immer gern dabei. Super. Ich glaube, dann haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles gefragt, was man fragen konnte. Ja, war spannend. Also wirklich riesig viel gelernt. Absolut. Danke vielmals für deine Gastfreundlichkeit und dass wir hier in eure privaten, so schönen Räume vorbeischauen durften. Und du uns auch noch so toll bekocht hast und bewirtest jetzt auch noch mit Weinchen. Jetzt, glaube ich, haben wir dieses Cordon Bleu mal kosten. Ja, oder? Jetzt möchte ich wissen, ob das ein einmaliger Genuss ist oder ein bleibender. Also, ich glaube eher zweiteres, weil allein schon die ganze Vorart, das Kochen und Zubereiten war schon ein bleibender. So. Also ich glaube, wir werden jetzt an dieser Stelle, damit wir in Ruhe weiter essen und noch ein bisschen mit dir plaudern, unseren Podcast beenden, oder Harald, was sagst du? Ja, wunderbar. Ja, an dieser Stelle natürlich jetzt noch ein Hinweis auf das heute viel besprochene Buch, das Kochbuch der Goldhaubenfrauen vom Wolfgangsee, im Servus Verlag erschienen, ab jetzt erhältlich. Da freuen wir uns natürlich, wenn jeder da mal reinschaut, sich das besorgt, verschenkt oder sich dreimal kauft. Es passt dazu speziellen Anlässen. Diesen Tag habe ich eine Wolfgangerin getroffen und bei uns am
Wolfgangsee gibt es am Samstag eine goldene Hochzeit. Ah, und schön. Die goldene Hochzeitsbraut bekommt dieses Goldhaubenbuch als Präsent, als Geschenk für ihr goldiges Jubiläumgeschenk. Na bitte, da haben wir schon einen super Geschenkstipp auch, wunderbar. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich, aber auch bei uns natürlich bei Servus am Marktplatz kann man dieses Buch bestellen. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wem es gefallen hat, der kann uns gerne schreiben, er kann es weitersagen oder uns abonnieren. Das wäre schön. Mir hat es natürlich gefreut, dass ihr mich heute besucht habt. War eine tolle Geschichte. Also der Schmalzkohlsprudler, der wird handsigniert. Da müssen wir jetzt noch was machen. Das ist eine perfekte Sache. Danke fürs Dasein. War eine schöne Zeit. Und danke, ich sage noch danke für deine Schürze, die gebe ich nicht mehr zurück. Das ist das Souvenir vom Wolfgangsee, das besondere Souvenir. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche, wie duftende Zirbenbrotdosen oder handgeschmiedete Küchenmesser, findet ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz. Einfach vorbeischauen. servusmarktplatz.com. Werft auch einen Blick in das Servus-Magazin. Darin gibt es jedes Monat regionale und saisonale Rezepte aus dem Alpenraum zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.